im südlichen Niederösterreich bei Katzelsdorf auf der S4, das ist in Wiener Neustadt, ist es zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Passiert ist das Ganze am Montagmorgen, so gegen 8 Uhr in der Früh im Gegenverkehrsbereich. Ein Lkw-Fahrer dürfte zuerst gegen die rechte Leitschiene gefahren sein. Er hat dann versucht, dagegen zu lenken, ist so über die doppelte Sperrlinie geraten in den Gegenverkehr. Daraufhin ist er dann frontal mit einem Pkw zusammengestoßen. Der Crash war so heftig, dass die zwei Frauen, die im Pkw gesessen sind, noch am Unfallort verstorben sind. Es war Großeinsatz am Montagmorgen. Die Feuerwehr und mehrere Rettungsfahrzeuge vom Roten Kreuz und vom Samariterbund waren im Einsatz. Sogar der Hubschrauber Christophorus ist ausgerückt. Die Verletzungen vom Lkw-Fahrer, sie waren so schwer, dass die Einsatzkräfte ihn ins Krankenhaus fliegen mussten. Daraufhin ist es beim Folgeverkehr zu mehreren Verletzungen, also Verletzten gekommen. Ja. Die S4 ist dann großräumig gesperrt worden und es ist zu einem erheblichen Stau gekommen.